Herzlich willkommen im Namen von Karlsruher Sportclub. 827 Zuschauer haben die Oberliga-Partie vom 31. Spieltag verfolgt. Karlsruher SC gegen SSV Ulm 1:0. Wie immer das erste Statement natürlich von unserem Gästetrainer. Kann losgehen. Ja. Schönen Tag erstmal. Für uns war es natürlich heute ein Spiel, wo wir nur sehr schwierig zu uns im Spiel gekommen sind. Und umso bitterer ist es, dass wir in der ersten Halbzeit aus den Chancen, die wir hatten, beim Stand von 0-0 und auch beim Stand von 0-1, das Tor nicht machen. Wir haben uns schwer getan, überhaupt ein Spiel zu finden. Wir haben halt hatten wirklich ein Zwitterspiel, also ein ganz komischer Auftritt. Das ist ja eigentlich nicht unser Spiel, mit langen Bällen zu spielen, aber wenn wir sie dann gespielt haben, dann hat man auch keinen zweiten Ball. Das war ein Spiel, wo wir nie wirklich dazu gekommen sind zu dem Fußball, den wir spielen können. Wir hatten zwar dann gegen Ende zumindest mal ein optisches Übergewicht, sind aber auch nicht in die entscheidenden Situationen gekommen, um dann eben noch gefährlich zu werden. Für mich war dann klar, mit zunehmender Spielzeit, wir können das Spiel nur noch egalisieren, indem wir vielleicht über den Standard noch ein Tor machen. Sind aber heute auch nicht gekommen und haben wir nicht geschafft. Und ja, dann ist es halt zu wenig, wenn man dann sieht, dass man gegen leidenschaftlich kämpfende und insbesondere in der ersten Halbzeit auch gut spielende KSC-Mannschaft dann auch verdient verliert. Und das müssen wir so hinnehmen. Trotzdem ist es so, wir wussten, dass wir ein Bonusspiel haben. Das Bonusspiel haben wir heute am 14. Spieltag bereits aufgebraucht. Und am Mittwoch geht es weiter gegen Bissingen. Und deshalb gilt es jetzt schnell, das Spiel abzuhaken. Das habe ich jetzt im Kopf bereits jetzt getan. Und uns auf Bissingen zu konzentrieren. Und da sind wir dann alle in der Pflicht. Danke. Vielen Dank, Stefan Bayerl. Stefan, dein Statement zum Heimsieg. Ja, Kompliment an meine Mannschaft, die das heute wirklich hervorragend umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten den Gegner permanent stressen, wollten ihn wirklich in allen Zonen anlaufen und unter Druck setzen. Das haben wir weitestgehend geschafft, das ist uns gut gelungen. Der Gegner kam überhaupt nicht zur Entfaltung heute. Wir haben sehr viel von dem, wie gesagt, umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben auch teilweise richtig guten Fußball gespielt, hatten gute Ballbesitzphasen in unserem Spiel drin. Und müssen in der zweiten Halbzeit mit ein bisschen mehr Glück durch den Abschluss von Raphael Ab 2:0 in Führung gehen. Insgesamt ganz, ganz großes Kompliment an die Mannschaft. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Der Wille war unfassbar hoch heute bei uns. Das hat man gemerkt. Wir waren gierig in allen Phasen. Und das wollte man, wie gesagt, auch sein. Und ich weiß nicht, ich glaube, ein oder zwei Torabschlüsse insgesamt gab es von Ulmer Seite. Ansonsten haben wir nichts zugelassen, was irgendwie in irgendeiner Phase oder irgendeiner Art gefährlich hätte sein können. Und dementsprechend sind wir heute wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Auftritt. Ja, bereiten uns jetzt auf Reutlingen, auf das nächste schwere Spiel vor. Auch wieder im Stadion, das war für die Jungs heute ein absolutes Highlight. Ja, hat man auch gemerkt, dass da wirklich Feuer drin war von der ersten Sekunde an. Und da nochmal danke auch an die Unterstützung von den Ultras. Das war heute wirklich fantastisch und ich hoffe, dass der eine oder andere oder vielleicht noch ein bisschen mehr am kommenden Mittwoch gegen Reutlingen auch kommen. Die Jungs haben sich das verdient im Laufe der Saison und wurden jetzt heute mit dem ersten Mal da im Stadion belohnt. Und am Mittwoch haben wir den zweiten Auftritt, da wollen wir nochmal eins draufsetzen. Das ist unser Ziel und darauf bereiten wir uns vor. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Story. Klar, das nächste Heimspiel am Mittwoch 18:30 Uhr hier im Wildparkstadion gegen SSV Reutlingen. Da wünschen unseren Gästen natürlich einen guten Nachhauseweg. KSC-Fans natürlich noch einen schönen Restsonntag. Mittwoch unsere Amateure und nächsten Sonntag dann unser professionelles Spiel um 15:30 Uhr gegen Bielefeld. Auf Wiedersehen. Ciao.